Wir begrüßen heute hier auf dem Stand der Quality Engineering Herrn Dr. Schwenke von der Etalon AG. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schwenke. Ja, Herr Grob. Vielen Dank für die Einladung. Herr Dr. Schwenke, mit welchen Neuheiten sind Sie auf der Control 2016 denn vertreten? Ja, unser Brot- und Butterprodukt ist ja der Lasertracer. Den Nachfolger präsentieren wir hier auf der Messe jetzt. Der ist in vielen Produkteigenschaften deutlich verbessert. Wir haben ihn also kleiner gemacht, den Winkelbereich erhöht, eine höhere Dynamik. Und das ist das Wichtigste, ihn fit für den Einsatz im Produktionsumfeld gemacht. Eine weitere wichtige, strategisch wichtige Neuerung ist die Erweiterung des Absolut Multiline-Systems. Die Absolut Multiline-Technologie ist eine Technologie, die weltweit einmalig ist. Wir können dort Distanzen mit Mikrometergenauigkeit bis zu einer Entfernung von 30 Metern messen und das gleichzeitig bis auf 120 Kanälen. Hier auf der Messe zeigen wir erstmals Produkte und Komponenten, die es ermöglichen, rund um diese Technologie ein fabrikweites Metrologienetzwerk zu entwickeln, mit dem wir praktisch den Mikrometer in die Produktion, in die Messeinrichtung, in die Montageeinrichtung bringen können. Und welche Zielgruppen sprechen Sie damit an? Wir haben durch unsere sehr innovativen Produkte grundsätzlich meistens einen Start mit Forschungseinrichtungen, Universitäten. Und wie bei dem Lasertracer haben wir uns von daraus entwickelt, hin zu Produktionsanwendungen, zu Industrieanwendungen. Den gleichen Weg wird die Absolut Multiline-Technologie nehmen. Nachdem die ersten Anwendungen im Großforschungsbereich waren, bei Universitäten, sind jetzt auch Systeme zu Maschinenherstellern für Untersuchungen an Werkzeugmaschinen geliefert worden. Und gerade letzte Woche haben wir die Installation in einer Forschungsfabrik in England abgeschlossen, wo tatsächlich dieses fabrikweite Metrologienetzwerk erstmalig realisiert wurde. Herr Dr. Schwenke, welchen Beitrag kann Etalon zur intelligenten Fabrik, sprich zur Industrie 4.0, denn liefern? Ja, ich denke, Sensorik spielt eine ganz zentrale Rolle in allen Industrie 4.0 Konzepten. Intelligente Produktion braucht Sinne. Sie muss sehen, hören, fühlen, schmecken. Mit der Absolut Multiline-Technologie haben wir hier die Möglichkeit, erstmal mikrometergenau in Produktions- und Montageprozesse reinzusehen. Eine Möglichkeit, die vorher nicht da war und in dieser messtechnischen Vernetzung ein wichtiger Baustein in der Industrie 4.0 sein kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir projektieren zurzeit ein Konzept mit einem großen Luftfahrthersteller. Da wird diese Technologie in die Fertigungsmaschine integriert, sodass eine große Werkzeugmaschine das Produktflügel nicht nur fehlerfrei fertigen kann, sondern mit dieser integrierten Technologie auch anschließend eine Qualitätssicherung vornehmen kann. Dadurch entfallen nicht nur wesentliche Investitionskosten für separate Messplätze in der Fabrik, sondern es werden auch Fabrikplatz und Taktzeiten gespart, sodass das sich ganz direkt wirtschaftlich rechnet. Ich denke, aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel für Industrie 4.0. Und welche Ziele hat sich das Unternehmen Etalon für das Jahr 2016 und natürlich darüber hinaus gesetzt? Ja, Etalon kann seit seiner Gründung 2004 eigentlich ein stetiges Wachstum vorweisen. Wir haben uns heute eine Kapazität an Forschungs- und Produktionsmöglichkeiten geschaffen, die durchaus weiteren Wachstum vorsieht. Wir haben rund um unser Feld Maschinenkalibrierung, Hochgenauigkeitsanwendungen, eine ganze Menge von Produkten in der Pipeline. Produktentwicklung heißt bei uns immer nicht nur Hardwareentwicklung, sondern auch Softwareentwicklung. Die hat einen sehr hohen Stellenwert. Die Messdaten werden anwendungsbezogen aufbereitet und ganz wichtig dabei ist auch, die richtigen Schnittstellen zu den Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und auf diesem Weg werden wir auch weiterarbeiten. Industrie 4.0 muss hören, riechen und schmecken. Interessantes Bild. Wir danken Ihnen für diese Ausführungen und wünschen Ihnen noch einen erfolgreichen Verlauf der Messe Control 2016. Dankeschön, Herr Dr. Schwenke. Vielen Dank, Herr Grob.